Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Liebe Nature Chiller, um was soll es heute gehen? Es geht um Folgendes, ein völlig untypisches Video. Mir ist letztens mit einer Freundin etwas passiert, an dem ich euch teilhaben lassen wollte. Und ich werde es relativ kurz machen, weil das Video ist auch kurz. Ich fand, das war ein hartes Stück Tobak, was uns da passiert ist. Und das unabhängig, ob das alles so wahr ist, was dieser Mann gesagt hat oder nicht. Es ist eine Art, mit der ich nicht klarkam. Wie der Titel schon verrät, es geht darum, dass sich ein angeblicher Polizist oder ein Mann, der sich als Polizist ausgegeben hat, uns mit seiner Dienstwaffe gedroht hat, die er nicht dabei hat. Aber ich beginne mal ganz kurz von vorne. Ich war letztens mit einer Freundin und mit der Easy beim Gassigehen, beim Spazierengehen. In einem Bereich, wo man die Hunde nicht anleinen muss. Es kam uns ein älteres Ehepaar entgegen mit einem angeleinten Hund. Unsere Easy, so wie sie ist, lief auf den Hund zu und wollte beschnuppern. Und dieser Hund ist, der war angeleint und der ist halt gleich voll auf die Easy losgegangen. Also Vollgas. Also es war richtig heftig. Dann hat dieser Mann, der den Hund an der Leine gehabt hat, meine Begleitung angebrüllt, sie soll gefälligst verdammt nochmal ihren Hund anleinen. Dann bin ich dazwischen gegangen, ich mache jetzt die Kurzversion, dann bin ich dazwischen gegangen und habe gesagt, er soll aufhören, meine Begleitung so anzuschreien. So, dann hat dieser werte Herr etwas losgelassen, wo ich einfach finde, dass das nicht geht. Er hat gesagt, passen Sie bloß auf, ich bin Polizist, das ist ein Polizeihund, sonst lasse ich ihn von der Leine und ich kann froh sein, dass er seine Dienstwaffe nicht dabei hat. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ganz ruhig, ich mache jetzt meine Kamera an, film das Ganze und dann soll er das genau nochmal so, wie er es gesagt hat, in die Kamera sagen. Dieser Herr ist auf mich zu, hat ausgeholt zum Schlag und hat gesagt, wenn ich ihn filme, schlägt er mir die Fresse ein. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich von der Presse bin und dass ich alles, was einem öffentlichen Interesse dient, filmen darf und habe meine Kamera eingeschaltet. Und was dann passiert ist, das zeige ich euch jetzt in diesem kleinen Video. Was ab, das haben das ist wir. Schön. Ja, 100%. Komm, Katlasse. Jetzt ganz schnell gehen Sie jetzt, ganz schnell. Wollen Sie mir drohen? Nein, ich will Ihnen nicht drohen. Ich sage Ihnen nur, gehen Sie Aber ganz Sie haben schnell. mir ganz schnell, haben Gehen Sie Sie gesagt? schnell von hier Sie weg. haben uns gedroht. Ich habe nicht gedroht. Doch, Sie haben Ich habe keine Dienstwaffe. Ja, Sie haben. Ich habe keine Sie haben auch Dienstwaffe. keine dabei. Das ist Ihr Glück. Sie wissen Es ist mein Glück. Ja. Und das habe ich auf Video. Und das ist gut. Ja, ist unser Glück, weil er keine Waffe dabei hat. So, meine lieben Nature Chiller, das war's von dem ganz kurzen Video. Jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr von der ganzen Sache? Wie hättet ihr reagiert? Was hättet ihr gemacht? Also ich kann nur für mich sprechen, ich habe es weggelacht. Im Nachhinein ist mir dann auch aufgefallen, Alter, das war eigentlich schon ein bisschen zu hart. Ich möchte auch noch eins klarstellen, ich will hier in keinster Art und Weise die Polizei verunglimpfen. Ich glaube immer noch nicht, dass der von der Polizei war. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Polizist solch eine Aussage tätigt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Deshalb habe ich auch den Titel bewusst so gewählt. Mann gibt sich als Polizist aus und droht mir mit Dienstwaffe. Einen Ausweis hat er mir nicht gezeigt. Ich habe ihn auch um den Ausweis gebeten, aber den hat er mir nicht gezeigt. Also ich gehe davon aus, dass er kein Polizist war, aber trotzdem, wegen einem Hund, der nicht angeleint ist, mit einer Waffe drohen. Ich würde mal gern wissen, was er gemacht hätte, wenn er die Dienstwaffe dabei gehabt hätte. Ich glaube, es wäre dann auch nichts passiert, aber es ist einfach heftig. Also es war ein schöner Sonntag bis zu dem Zeitpunkt und nach dem Vorfall war es auch wieder ein schöner Sonntag. Also alles gut. Mich würde einfach mal interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren, dann versäumt ihr keine Videos mehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte treibt es nicht zu wild, sonst kommen böse Männer, die euch mit einer Schusswaffe drohen. Sagt Nature Child.